Hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informantenshow 286. Heute am 24.01.2018. Es geht um Hydro-Québec, die Mining-Nachfrage dort in Kanada, um Coinbase, die Rekordumsätze fahren und um eine, ja, um Payment-Processor Stripe, der Bitcoin-Support beendet. Also, wir beginnen mit dem Preis. Preis aktuell 10.919. Ja, der Preis war gestern Mittag mal, ja, auf knapp unter 10.000 laut diesem ja, Ticker. 9.980 gestern Mittag. Dann sind wir bis auf 11.300 hoch. Jetzt wieder bei 10.919. Ja, also der Preis weiß noch nicht genau, was er machen soll. Aber wir beobachten das weiter. Einige erwarten ja, dass er nochmal droppt. Schwer zu sagen, was jetzt noch passiert. Alles ist möglich. Aber kommen wir mal zum spannenden Thema, nämlich zum Thema Mining in Kanada. Ein großer Anbieter von Energie, Hydro-Québec, hat sich ja im Endeffekt ein bisschen nicht schlau gemacht, hat ein bisschen Marketing betrieben, um die Miner zu umwerben, nach Kanada zu kommen, nach Québec zu kommen. Und aus dem einfachen Grund, ja, es gibt sehr, sehr viel Energie dort und sie sagen, hey, wir haben 5000 Megawatt Energie zur Verfügung, kommt alle her, wir haben Infrastruktur, ihr könnt bei uns minen zu super Preisen. Ja, und es stellt sich jetzt heraus, dass sie nicht in der Lage sein werden, die Nachfrage zu befriedigen, denn der Erfolg ihrer Marketingkampagne, Mining Farmen, Mining-Anbieter anzulocken, ja, der ist enorm, wirklich, sind wohl ein bisschen selber überrascht davon. Und der Sprecher Marc-Antoine Pouliot hat gesagt, ja, wir werden nicht alle Anfragen nach ja, Strom hier bedienen können. Es sind einfach zu viele. Ja, und er sagt, wir haben teilweise verdoppeln sich die Anfragen jede Woche. Wir haben über 70 Mining-Anfragen, sagt er hier in dem Artikel. Und wir bekommen über 10, 12 neue Anfragen jeden einzelnen Tag. Ja, und deswegen ist es einfach nicht möglich, alle zu befriedigen, ja, alle glücklich zu machen. Und einer sagt, ja, der zum Beispiel sich auch mit dem Thema Mining befasst, hey Leute, noch nicht bei weitem nicht alle Mining-Unternehmer haben sich nach Kanada orientiert oder das wäre jetzt bisher nur die Spitze des Eisbergs, was ihr seht, ja, denn nicht alle haben wirklich angefragt, was da möglich ist. Also scheint da wohl doch noch eine größere Anzahl an Minern zu geben, trotz hier diesem riesen Nachfrage, die auch noch, ja, überlegen, nach Kanada zu gehen, ja. Ja, wenn wir uns das mal gucken, der Grund natürlich für Kanada ist ganz klar. In China ist es ein bisschen unsicher geworden, was die Regulierung angeht. Und Kanada hat natürlich da genau reingespielt, hat ihre Karten richtig gespielt und möchte natürlich durch die günstige Elektrizität, die sie dort haben, durch die Wasserkraftwerke und natürlich durch die Temperaturen. Die sind ja, je nachdem, wo man in Quebec ist, im Winter generell sehr kühl und die Sommer werden auch nicht sehr warm. Das heißt, fürs Mining ist das sehr interessant, weil man keine extra Kühlung braucht, ja. Und auch infrastrukturmäßig sagt Kanada, hey, wir sind gut aufgestellt. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ja, sind halt die Miner, die wirklich Hallen dann dort bauen. Und viele gucken sich gerade anscheinend um. Und David Vincent, der Director of Business Development von Hydro-Québec, er sagt, von den Top 5 größten Blockchain-Playern haben wir 3 bis 4, die hier wirklich Interesse zeigen, ja, und sich bereits die ersten möglichen Locations angeguckt haben. Also es bleibt spannend, vielleicht wird Kanada 2018 zu einem der Top-Player im Krypto-Mining, ja, und es wird natürlich auch für die lokale Economy sehr, sehr spannend werden, je nachdem, wo die sich dann niederlassen. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie Kanada das macht, aber ich glaube, Kanada ist da schon prädestiniert für, ja, das Mining wirklich auch groß zu machen. Ja, dann gucken wir mal nach Amerika. Coinbase. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Coinbase benutzt hast. Coinbase ist der größte amerikanische Cryptocurrency Exchange, der es den Leuten wirklich sehr, sehr einfach macht, Kryptowährungen zu kaufen. Ja, und sie hatten 2017 ein Umsatzziel, das lag bei 600 Millionen. Das haben sie aber übertroffen. Die haben nämlich über 1 Milliarde Umsatz gemacht. Und das ist wirklich ein Rekord, mit dem sie selber nicht gerechnet haben. Lag natürlich ganz klar an dem Bullrun, den der Bitcoin 2017 hingelegt hat, ja, von 1000 Dollar auf, ja, in der Spitze sogar 20.000 Dollar.
Und ja, das hat natürlich Coinbase in die Hände gespielt. Coinbase musste teilweise auch ja, gucken oder hat viel Kritik einstecken müssen, weil es einfach ja, so viele neue User gab, dass der Support nicht mehr nachkam. Teilweise gab es ja bis zu 100.000 Neuanmeldungen pro Tag. Ja, und natürlich, es kann man sich vorstellen, wenn man 100.000 neue Kunden am Tag hat, dass man gar nicht genug Support-Mitarbeiter einstellen kann, um diese ja, Nachfrage zu bedienen. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, Coinbase verdient durch die Gebühren, wenn man Geld einzahlt, also Fiat zu Krypto und umgekehrt, und natürlich für die Trades auf ihrem Exchange GDAX. Und wie man sieht, ist es ein wirklich lukratives Business, eine Milliarde Umsatz. Ja, das ist schon nicht schlecht. Es ist eine Private-Owned Company, also man kann sich nicht handeln irgendwo. Und die Zahlen sagen, im Dezember hatte Coinbase mehr als 13 Millionen User. Ich bin gespannt, wie es 2018 weitergeht. 13 Millionen User ist auf jeden Fall mehr als die Mainstream-Brokerage-Firm Charles Schwab, ja, die wohl eine recht große Nummer auch ist in dem Bereich, nicht im Kryptobereich, aber im Aktienbereich und im Trading-Bereich. Es scheint, Coinbase macht einiges richtig und sie haben gesagt, hey, wir brauchen kein weiteres Kapital. Ja, die sind erstmal satt. Und ja, ich bin gespannt, wie Coinbase sich weiterentwickelt. Coinbase hat ja auch ja, wirklich viel Kritik eingesteckt bezüglich Bitcoin Cash und der ganzen Geschichten, die da in der Vergangenheit ein bisschen schief gelaufen sind, vielleicht aus der Sicht des einen oder anderen. Aber mal sehen, es ist auf jeden Fall eine sehr einfache Plattform und bezieht wirklich sehr, sehr viele neue Nutzer an. So, gucken wir mal wieder dann, was das Bitcoin-Zahlungssystem angeht. Ja. Stripe, ein Mobile Payment Processor, 9 Milliarden Bewertung, hat offiziell jetzt gesagt, sorry Leute, die Bitcoin-Integration müssen wir zurückziehen. Das heißt, innerhalb der nächsten 3 Monate wird Stripe den Kunden nicht mehr die Möglichkeit bieten, ja, über Bitcoin einzuzahlen. Stripe hat bereits 2015 Bitcoin-Zahlungen integriert. Ja, das heißt, du konntest dann schön über deine Plattform, wenn du Stripe benutzt hast, Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Ja, und es war damals auch ein großer Hype, wie es hier steht, denn man hat so gedacht, ja, endlich geht es in den Mainstream rein, Bitcoin wird überall immer mehr akzeptiert, aber leider, leider, ja, ziehen immer mehr Leute diese Integration mit Bitcoin zurück, weil wir wissen es, hohe Gebühren, langsame Transaktionen, langsame Konfirmationen, der Mempool ist teilweise voll. Es hat sich natürlich jetzt schon wieder ein bisschen gebessert, ja. Die Segwit-Adoption, ich glaube, sie ist bei knapp 20% oder um die 20%, also da geht es auch voran, ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, im Blogpost hat Stripe gesagt, unsere Hoffnung war, dass Bitcoin wirklich ein universelles, dezentralisiertes ein Ersatz wird für Online-Zahlungen, die den Kunden hilft, wirklich schnell Geld zu überweisen international, ohne diese Kreditkarten Gebühren und ja, leider hat sich das aufgrund der hohen Gebühren und langsamen Transaktionszeiten dann geändert. Aber Stripe ist dennoch weiterhin optimistisch, dass ja Bitcoin eher halt ein Asset jetzt ist, ja, eine Anlageklasse als ein Zahlnetzwerk. Und so sehen das mittlerweile einige, auch wenn ich persönlich das nicht so toll finde. Ja, ein Asset ist gut, Gold 2.0, sagt ja auch Max Kaiser. Ja, aber ein Zahlsystem wäre meiner Meinung nach schon besser. An Lightning wird gearbeitet. Es gibt immer mehr Lightning-Nodes und Lightning-Zahlungen, die getestet werden jetzt. Auch da gibt es sehr, sehr viel Kritik von verschiedenen Lagern, die bekriegen sich auch da ein bisschen. Ganz klar ist, Lightning ist noch weit, bei weitem nicht so weit, dass man es wirklich ausrollen könnte, weil man die ganzen Leute, die jetzt Lightning unterstützen, sagen natürlich, hey, es ist noch alles ein Experiment, du könntest dein Geld verlieren. Also da ist auch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit gefragt, aber es geht stark voran, ja. Und ja, Max Kaiser hat auch gesagt, hey, Bitcoin ist Gold 2.0. Es gibt andere digitale Währungen, wie zum Beispiel Dash, die diese Rolle einnehmen können. Dash, super schnell, anonym und wenige Gebühren, ja. Und das ist etwas, ja, was in den nächsten Monaten und ja, 1, 2 Jahren sich wahrscheinlich entscheiden wird. Welche Währung wird wirklich die Bezahlwährung werden und welche Währung wird ein Asset werden, ja. Und er sagt auch, dass ja auch man überlegt, vielleicht andere Währungen noch mit einzubauen als Zahlmethode neben Dash. Könnte Litecoin sein, Bitcoin Cash sein oder irgendwelche anderen, die halt schnell sind und günstige Gebühren haben. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Rennen, was wir hier live in Aktion sehen. Und dennoch hat Stripe gesagt, hey, wenn das Lightning Network wirklich ein Erfolg wird, dann könnte ja Bitcoin wirklich wieder eine Bezahlmethode werden in Zukunft. Und wir wollen das natürlich dann weiter beobachten, wie sie sagen.
sagen. Und das bleibt wirklich abzuwarten. Es gibt immer mehr, wie eben gesagt, Nodes, Lightning Nodes, und tauchen immer mehr Videos aus von Leuten, die das wirklich nutzen. Aber es ist natürlich noch nicht, bei weitem noch nicht so weit, dass es für die Masse nutzbar ist. Aber wir dürfen gespannt sein. Bitcoin arbeitet dran. Es ist einfach wieder spannend, 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 was in der Branche passiert. Und ich denke, 2018 werden wir da noch einiges von hören. Ja? Wenn wir noch mal bei dem Thema bleiben, Asset oder Zahlennetzwerk, Bitcoin.org, ja, ist ja die Bitcoin-Seite letztendlich. Und auf der Homepage, ich blende das mal ganz kurz ein, ja, da stand dann immer früher, wir haben Low Transaction Fees und Fast, also schnelle Peer-to-Peer-Transaktionen. Das hat die Seite jetzt geändert, weil es stimmt leider nicht mehr. Ja, es sind nicht unbedingt schnelle Transaktionen und die sind nicht unbedingt günstig. Bitcoin hat jetzt geschrieben, hat das Fast rausgenommen, schreibt noch Peer-to-Peer-Transaction, und anstatt Low Transaction Fees schreiben sie Fraud Protection. Ja, also ein Move, der ein bisschen nötig war, meiner Meinung nach. Ja, wenn das Lightning Network kommt, hat sich das wahrscheinlich dann auch wieder dann geändert. Aber hey, so ist es, ja. Wir sind hier in einem Ökosystem, was sich rasend schnell entwickelt. Technologie entwickelt sich rasend schnell. Und was heute gilt, ja, wer weiß, wie es schon in 2 Monaten aussieht. Alles ist möglich in dieser Branche, und das ist auch gut so. Ja, gucken wir mal auf den Markt, Coin Market Cap, was hier abgeht. Marktkapitalisierung 533 Milliarden, 27 Milliarden Trading Volumen, Bitcoin Dominance bei 34%. Und die Top 10 sieht wieder ein bisschen grüner aus als gestern. Ja. Ethereum steht bei 998, Ripple bei 1,37, Bitcoin Cash 1600. Ja, 16% plus gemacht hat Stellar bei 53 Cent, ja. Und wenn wir mal gucken, wer die Top-Gewinner sind, das ist Time New Bank 31% plus zum Vortag und Particle 22% plus zum Vortag. Top-Verlierer sind Kin und Pivex. Pivex hatte ja gestern einen schönen Jump gemacht, also die 11% Minus tun, glaube ich, gar nicht weh. Im Moment steht Pivex bei $10,78. Ja, spannend, spannend. Ich bin eigentlich gut drauf, auch wenn der Markt ja nicht genau weiß, wo er hin soll. Es geht hoch, es geht runter, sehr volatil. Und ich denke aber, das ist auch nur eine kleine Phase, die wir alle durch müssen. Und jeder, der im Kryptobereich drin ist, der weiß, es geht stark hoch, es geht stark runter und sollte sich dadurch nicht wirklich stark beeinflussen lassen. Denn wir sind doch hier Long Term drin, oder? Wie seht ihr das? Long Term. HODL, das ist die Devise, Langzeit hier wirklich zu investieren. Und ja, ich bin raus für heute. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, lass mir einen Thumbs up da, wie immer, du weißt Bescheid. Ja. Ich bin raus, sag wie immer, mach es gut, schwenk den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!